Herzlich willkommen beim DFF. Ich freue mich sehr, dass Christian Petzold heute Abend hier bei uns ist. Mein Name ist Ellen Harrington. Ich bin Direktorin und ja, Christian Petzold ist da. Vielen, vielen Dank. Vor 10 Jahren hat ihn unser Scout Urspuri zum ersten Mal gefragt, ob er eine Carte Blanche bei uns machen möchte. Jetzt hat es endlich geklappt. Wir freuen uns riesig. Einen Monat lang zeigen wir seine Filmauswahl bei uns im Kino. Er hat sich dafür entschieden, die 10 für ihn wichtigsten Liebesfilme aus der Filmgeschichte auszuwählen. Es ist eine Carte Blanche d'Amour. Die Filme reichen von 1945 bis in die Gegenwart und sind ein hervorragender und kluger Querschnitt durch die Geschichte der Liebe im Film. Christian Petzold ist einer der wichtigsten Regisseure, die wir hier in Deutschland haben. Bekannt für seine unverwechselbare filmische Handschrift. Er war der Kopf der Berliner Schule, zusammen mit Thomas Arslan und Angela Schanalek, stilprägend für viele weitere Filmemacherinnen in Deutschland. 2013 widmete das MoMA in New York der Bewegung eine große Ausstellung mit meinem Kollegen und Freund Raj Roy. Erfolge im In- und Ausland, vielfach preisgekrönt einschließen, Deutscher Filmpreis, Grimme-Preise, Deutsche Fernsehpreise und Silberner Bach der Berlinale. Dank an die Freunde des DFF für die erneut großzügige finanzielle Unterstützung der Carte Blanche-Reihe. Dadurch konnten wir wie immer die bemöglichen Filmkopien in den Originalfassungen aus ganz Europa beschaffen. Ja. Pure Cinema. Danke für die 10 Videobotschaften, die Christian Petzold für uns aufgenommen hat und die vor jeder Vorführung auf der Leinwand zu sehen sind. In seinem Arbeitszimmer sitzend, erklärt er dort, warum er den jeweiligen Film ausgewählt hat. So kann jeder Zuschauer die Filme neu erleben. Heute zeigt er uns dann seinen eigenen Film Undine im Kino, der 2020 auf der Berlinale Premiere hat und der perfekt zu unserer Sonderausstellung im Tiefenrausch Film unter Wasser passt. So, das Interview führt Urspuri. So, bitte begrüßen Sie ihn, Christian Petzold. Vielen Dank und viel Spaß. Vielen lieben Dank, Ellen. Und auch von meiner Seite aus herzlich willkommen hier heute im Kino. Lieber Christian, toll, dass es geklappt hat. Hast du 10 Jahre zum Auswählen der Filme gebraucht oder woran lag's? Ich habe 10 Minuten für die Auswahl der Filme gebraucht. Ja, weil, ich war an diesem Abend eingeladen bei Freundinnen, ja, muss ich sagen, bei 2 Freundinnen in einem Biergarten. Und du hast mir vorher gesagt, 10 Filme auswählen. Und das ist ja das Allerschlimmste, diese 10 Filme zu finden, ja, weil es ja 20.000 gibt. Und man denkt, ich werde verrückt, und dann ist man monatelang damit beschäftigt. Und dann habe ich gesagt, das mache ich jetzt in einem durch und habe mich zu denen hingesetzt, zu diesen beiden Freundinnen mit meiner Frau zusammen, saß mir zu viert, habe 2 Flaschen Wein bestellt und habe gesagt, ich muss 10 Filme auswählen. Ich will ein Überthema haben, also nicht Gangsterfilme, oder, sondern irgend sowas, ich will Liebe. Ja? Weil es ist, ich muss im November nach Frankfurt. Das sieht schlimm aus, der November in Frankfurt. Heute war zwar ein schöner blauer Tag, aber schon gerade fing der Regen wieder an. Und in Frankfurt hältst du es nur aus, wenn es Liebesfilme gibt, habe ich gedacht. Ja? So, habe ich gedacht. Ja? So. Weißt du, wie du dir Freunde machst. Ja. So, und nicht irgendwas anderes jetzt hier, nicht irgendwas Dystopisches oder so. Ja. Und dann ging das dann an diesem Tisch los. Da haben wir dann... habe ich dann angefangen mit Brief Encounter. Und dann sagte die Katja Nikodemus, ach, das ist doch da, wo er noch die Hand auf die Schulter legt. Und das ist ja ein Film, wo sich 2 Menschen in einem Bahnhofsrestaurant begegnen. Beide sind verheiratet. Beide, es ist England 1945, beide leben nicht in einer Welt, wo man sofort daten kann. Und sie beide haben eine ganz zarte
Begegnung, eine Liebesgeschichte. Sie gehen einmal zusammen spazieren, es gibt einen einzigen Kuss. Und er muss, glaube ich, nach Südafrika irgendwie oder sowas. Und sie will bei ihrem Mann bleiben, aber sie wollen noch einmal sich in diesem Restaurant noch einmal treffen und noch einmal vielleicht dann doch zusammenbleiben. Und dann treffen sich dort, aber an ihren Tisch setzt sich eine Freundin, ja, so eine Plappermaul da aus der Nachbarschaft, die, oh, no, ich habe gerade eingekauft und das, wie gefällt dir das und so. Und er wartet darauf, dass er nur einmal zu ihr gehen kann, mit ihr sprechen kann. Und dann kommt schon der Zug und es ist nicht mehr möglich. Und dann geht er an ihr vorbei und berührt sie ganz kurz einmal an der Schulter. Und diese kleine Geste, die ist so wahnsinnig. Und man muss dann auch weinen, wenn man, so wie ich, nah am Wasser gebaut ist. Es ist eines der ganz großen Meisterwerke von David Lean, der ja viele tolle, große Filme gemacht hat. Aber wie du gerade auch schon andeutest, in den Videobotschaften sagst du, oftmals sind es eher kleine Gesten, die dich quasi mit diesen Filmen verbinden. Also die du auch ganz anschaulich beschreibst, was ich sehr, sehr toll finde. Ist das auch was, wie du generell Filme schaust, worauf du achtest, eher auf solche kleinen Momente, die man vielleicht auch dann irgendwann für sein eigenes Werk übernehmen kann? Nein, überhaupt nicht. Also es ist nur so, dass man sich die, das ist so ein bisschen wie früher Schallplatten. Ja, das war ein ganzes Album und man erinnert sich dann an einen Song oder an drei Akkorde. Die Erinnerung, ja, die hält sich an einer Geste fest, aber ich gehe nicht ins Kino und suche Gesten. Ja? Also ich gehe ins Kino und manchmal komme ich raus und weiß überhaupt nicht, es gab bei uns einen Dozenten an der DFFB, ich sehe gerade Christiane, war früher auch bei uns an der DFFB, und vielleicht kommt daher der Erinnerungsstrom, meine Filmausbildung betreffend. Er hieß Peter Nau, der war Dozent und hat donnerstags Filme vorgestellt. Der konnte von all den Filmen, die hatte er schon bestimmt schon 10-mal gesehen, konnte die Handlung nicht erzählen. Der wusste nicht, worum es da geht, aber er konnte 16 fantastische Gesten erzählen. Mhm. Das ist doch der Film, wo ihm das Zigarettenpapier wegfliegt, oder? Ja, so. Und dadurch war der Film physisch da. Ja, während so irgendwelche Dozenten vom Theaterwissenschaftlichen Institut immer die gesamte Geschichte erzählen konnten, aber den Film verloren haben dabei. Deswegen glaube ich, dass man oft so sich an Gesten erinnert. Wenn ich Dschungelbuch mich erinnere, meine erste Kinoerfahrung mit 7 Jahren, dann ist das so dieser Bauch von dem Bären, ja, wenn der auf dem Wasser treibt, ja, und der Mowgli sitzt da drauf. Und das ist so ein Bild von Glück und Strömen, ja. Die Geschichte weiß ich gar nicht mehr, warum Mowgli da weise ist, so habe ich schon alles vergessen, aber dieses Bild, an das kann ich mich erinnern. Also ich finde das richtig klasse, diese Videobotschaften ermöglichen Ihnen und uns allen einen ganz neuen Blick auf diese Filme, selbst wenn Sie sie schon kennen sollen, einfach weil man das vorher hört, was du uns damit auf den Weg gibst. Ich möchte nochmal ganz kurz auf das Thema Liebe zunächst eingehen, weil es natürlich, ich habe auch ein paar Leute gefragt, zum Beispiel, Christian Petzold kommt und der macht nur Liebesfilme, was hältst du davon? Und der Rudolf Rorschach, der Chefredakteur von EPD Film, hat gesagt, das passt, denn der Christian Petzold, der dreht selbst dauernd melodramatische Filme ohne Melodramen draus zu machen. Das stimmt. Da muss ich mal. Das stimmt. Ich weiß nicht. Ich liebe ja auch Schlager und sowas. Ich würde unheimlich gern mal ein bisschen mehr aufs Tempo und auf die Gefühle drücken. Ganz tief drin habe ich schon mal Lust. Also ich habe einen bekannten Regisseur aus Frankreich, mit dem ich mich sehr gut verstehe und mit dem ich mich kinematografisch befreundet fühle. Den habe ich vor 4 Wochen getroffen, den François Ozon, und der hatte seinen Film Peter von Kant gezeigt. Mhm. Und ich bewundere an dem, dass der das schafft, so die Musiken zum Beispiel so reinzuknallen und die Körper so zu zeigen und Tänze zu machen und so eine physische, sich vor physischer Leidenschaft und Melodramatik nicht zu schämen. Ich komme aus einem protestantischen Elternhaus. Ich habe die Kirchen, in die ich als Kind gehen musste, die sahen so aus wie meine Filme. Ne? Ich muss versuchen, die Gefühle bei mir kommen woanders her. Mhm. Ja? Die kommen vielleicht die sind in der Ellipse, aber die sind nicht ausgestellt, während der François Ozon Katholik ist. Ja, bei dem ist die Hölle los. Ja, der hat ja, ja, ja. Aber der Unterschied ist der, ich habe mehr Ahnung von Musik, obwohl er mehr benutzt, das muss ich sagen. Also ja, kann man auch gerne mal applaudieren. Das finde ich toll.
ich finde auch deine Auswahl, du hast uns da ein bisschen auch was vorgemacht. Das sind jetzt nicht Liebesfilme per se, finde ich, sondern das sind auch Filme, in denen die Liebe zwar eine Rolle spielt, aber um ehrlich zu sein, kann man da auch quasi Vorsicht, Liebe drüber schreiben, weil es meistens dazu führt, dass es sehr problematisch ist, zum Scheitern verurteilt ist, sie verlieben sich fast immer in die Falschen und es führt dann eher zu einer Todessehnsucht als zu einem großen Glück. Ja, die schönsten Liebesfilme handeln ja von Menschen, die nicht lieben wollen. Also das ist ja so, mich rühren ja Kinder, die nicht weinen wollen, wenn sie sich das Knie aufgeschlagen haben. Da fange ich dann an zu heulen, ja, wenn die da stehen und tapfer sein wollen. Und wenn Menschen sich nicht verlieben wollen, ja, und den Kontrollverlust, der mit der Liebe einhergeht, vor dem Angst haben, das ist interessant. Leute, die sich sofort verlieben in jedes Brustdekolleté oder in jeden bestrumpften Fuß, ja, die sind fürs Kino nicht zu gebrauchen. Interessant in jedem Fall. Wenn du Liebe inszenierst, ist mir auch aufgefallen, also du hast viele Filme jetzt dabei, wo das so ein bisschen auch im Versteckten passiert, so oft auch eine Liebesszene ist eher im Halbdunkel, sage ich jetzt mal, und wird vielleicht über die Geräuschebene eher inszeniert. Das ist, glaube ich, auch nah an dem, wie du selber rangehst, wenn du dich dem Thema widmest, oder? Also gerade zum Thema Sexszenen zum Beispiel. So, ne? Ja, Entschuldigung. Gehört auch dazu. Ja, ich habe, darüber können wir mehrere Bücher oder ein ganz dünnes Buch schreiben. Ich mag keine Sexszenen im Film. Ich mag das nicht. Es gibt ein paar, die fantastisch sind, aber die haben mit Sex wenig zu tun. Da ist das eine Idee von Sex. Der Sex selber ist, glaube ich, eine Fantasie von hässlichen 30-jährigen Regisseuren, die unbedingt mal mit zwei Nackten in einem Raum, das machen wir, das filme ich. Ja, dann nur eine kleine Kamera, das filme ich. Ja. Also das kann ich nicht leiden. Ne? In dem Film Undine, der hier nachher noch läuft, gibt es ja eine, sag ich mal, Sexszene. Aber die hat was damit zu tun, dass Undine ein Wasserwesen ist und dem Mann, den sie liebt und der sie liebt, ein Taucher ist. Und sie hat Verletzungen am Bauch von einem Aquarium, von einer Aquariumsexplosion. Und er ist unter dem Laken. Ja? Und er begutachtet ihren Körper unter dem Laken. Und sie stöhnt, und dass das ihr Spaß macht und er nicht aufhören soll. Das ist für mich eine schöne Szene, weil es was mit unter Laken, unter Wasser, mit Strömen zu tun hat. Das ist nicht keine Obszönität drin. Ich hatte große Schwierigkeiten mit diesem rumänischen Film von dem Regisseur, den ich sehr, sehr gerne habe, Radu Jude, der die Sexszenen explizit in seinem letzten Film dargestellt hat. Da bin ich ausgestiegen. Ja, ich glaube Schauspielern nicht, die eine Erektion haben. Das glaube ich nicht. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, ich denke, das ist jetzt nicht meine... Ich habe eben schon von protestantischer Erziehung gesprochen. Das hat jetzt nichts mit irgendwelchen Schamsachen zu tun, ja? Sondern es hat damit was zu tun, dass mir die Szene fehlt. Mir fehlt das. Ja? Ich möchte auch nicht meine Eltern hören. Ich habe das immer dasselbe Gefühl bei Sexszenen im Kino, dass ich nach Hause komme, meine Eltern höre. Das ist ja ekelerregend, dachte ich immer. Ja? Und das will ich nicht. Wie passt das, dass der Protestant Christian Petzold sich als einzigen deutschen Film Rote Sonne von Rudolf Thomé aussucht, mit Uschi Obermeier in einer männermordenden WG, wo es eigentlich um genau das Gegenteil von dem geht, was du gerade beschrieben hast? Ach, das ist ein Film, den ich wirklich liebe, der wirklich großartig ist, weil er ein doppelter Liebesfilm ist. Er handelt von der Liebe oder Menschen, die eben die Liebe nicht wollen, die Angst vor der Liebe haben und deshalb morden, aber die Liebe ist stärker als das Töten. Andererseits handelt der Film auch von der Liebe zum amerikanischen Kino, von Rudolf Thomé und Max Zielmann, der sein Autor war, von der Münchner Gruppe, Klaus Lemke, Wim Wenders kann man auch dazu zählen, Gerhard Theuring, ja? Die handeln davon, dass sie das amerikanische Kino lieben. Ja? Und das hat beides, der Film. Und dann ist da eine Schauspielerin drin, Diana Körner heißt die. Ja, die ist eine von diesen... Die Anführerin. Die Anführerin, und die will immer sofort, dass die Männer nach 5 Tagen sofort umgebracht werden. Und die werden dann auch umgebracht. Ja. Und diese Diana Körner spielt auch noch bei Barry Lyndon nachher mit. Ja. Und das ist ganz Kubrick. Fantastisch, von Kubrick. Und ich war mal bei einer Sendung bei der Berlinale
da hatte ich einen Film für Berlinale und da musste ich morgens um 6.30 Uhr oder 7.30 Uhr in eine Sendung gehen, die hieß Volle Kanne, Susanne oder so ähnlich. So, ja, ich fand den Titel so toll, sagte ich, gehe ich hin. Ja? Und da war die auch. Ja? Sie sah auch da und wir haben uns getroffen in der Maske. Und das ist für mich immer noch eine Welt, die für mich nicht alltäglich ist, so Maske und Fernsehen und so. Und ich war so aufgeregt und dann saß sie noch neben mir und dann sagte ich, ich fand sie so toll in Rote Sonne und Barry Lyndon. Ja? Und dann sagte sie, guckt das überhaupt noch jemand? Ja? Und dann haben wir uns unterhalten und das ist zum Beispiel etwas, was ich an dem deutschen Autorenfilm der 70er Jahre abgrundtief furchtbar fand, dass sie es nicht geschafft haben, wie das französische Kino, ihre Stars zu bauen, zu bewahren, zu schützen. Ja? Und das würde nie einer, alle die Franzosen wie Catherine Deneuve und Isabelle Huppert, die kommen alle aus dem Independent-Kino und die sind alle geschützt und Stars. Und bei uns ist Diana Körner dann irgendwo in Serien untergekommen und nicht mehr im Kino. Ja? Und das fand ich, wenn man sie dann in diesem Film sieht, denkt man sich, boah, Klaus Lemke, später Brandstifter, Iris Berben, das sind da alles Möglichkeiten. Ja? So, die leider... das war dann auch so eine theatralische Schaubühnenwelt, die dann das deutsche Kino wurde. Und wir haben dann eben nicht diese Schauspieler gehabt, ja, Schauspielerinnen gehabt. Und das ist ein Problem, finde ich. Also da schließen sich jetzt mehrere Fragen für mich an. Die erste, ist das dann auch ein Grund vielleicht, warum du auch immer wieder versuchst, deine Partisanengruppe, wie du sie ja manchmal nennst, um dich zu scharen, also sowohl hinter der Kamera sind es fast immer dieselben, Hans Fromm, Kamera, Stefan Will, Komponist, Bettina Böhler, Schnitt und die Produzenten natürlich und Harun Farocki bis zu seinem Tod, aber auch vor der Kamera. Also da ist, um nur die Stammschauspielerin zu nennen, kann man ja sagen, Julia Hummer, Nina Horst, Paula Beer. Das zieht sich so quasi durch dein Werk. Ist das so ein Ziel von dir, so ein Ensemble zu schaffen, was die nicht geschafft haben? Ja, erstmal ist es so, dass wir keine richtige Industrie haben, also muss man sich eine kleine Industrie selber bauen. Ja, das ist so ein bisschen wie so eine, es gab da damals in der deutschen Musik Conny Plank, da gab es noch mal einen Dokumentarfilm über den, der hat Fehlfarben gemacht und die ersten Kraftwerksachen gemacht und so. Das, so stelle ich mir das vor. Der hat so einen Bauernhof bei Köln gehabt und haben sich alle getroffen und konzentriert gearbeitet. So stelle ich mir Arbeit vor, wenn man keine Industrie hat, die Vorurteile und Nachteile hat, wie die amerikanische Industrie oder sowas. Ja. Das eine und das andere ist, Paula Beer oder Nina Hoss oder Franz Rogowski oder Benno Fürmann, das sind Menschen, mit denen ich während eines Filmes ja in ein, heute würde man schon wieder nicht sagen Diskurs, aber wir sind in ein Gespräch gekommen. Wir haben zusammen Filme gesehen, wir haben uns Gedanken über Figuren gemacht und es ist immer so, dass ich während der Dreharbeiten mir der nächste Film einfällt, aufgrund dieser Schauspieler, aufgrund von Dingen, die probiert haben, die wir jetzt vielleicht nicht benutzt haben, aber die eine andere Tür aufmachen. Und dann, jetzt habe ich auch gerade, habe ich auch wieder mit Paula Beer und Thomas Schubert und Matthias Brandt, haben wir auch einen Film gedreht. Und dann ist mir wieder was zu der Paula Beer eingefallen. Ja? So, und dann habe ich mit der darüber gesprochen, habe gesagt, was hältst du von so einer Geschichte? Ja, die fängt so an, ich erzähle immer nur den Anfang, weil mehr habe ich auch nicht drauf. Aber ich lüge dann so, wie es schon, ja, so. Und das war bei Transit ja auch so, da habe ich Undine ja auch am Anfang. Das war ja nur 7 Sätze. Wenn du mich verlässt, muss ich dich töten. Den Satz fand ich so toll, den möchte sie gerne sprechen, sagte sie. Und dann habe ich dann gesagt, der Rest des Drehbuchs schicke ich dir in 6 Wochen. War ja noch gar nichts geschrieben. Ne? Hat mich unter Druck gesetzt. Aber auch das ist Protestantismus, sich dauernd unter Druck setzen. Ne? Super. Zur Münchner Gruppe noch gesagt, Klaus Lemke hast du gerade erwähnt. Er hat auch mal hier eine Carte Blanche bekommen, 2016. Und er hat tatsächlich einen Film von dir ausgewählt. Ja, das ist, der Klaus Lemke hasst ganz viel, aber der Klaus Lemke braucht so viel Liebe. Ne? Und ich finde, Rocker ist einer der allergrößten deutschen Filme, die je gemacht worden sind. Aber auch Brandstifter und auch der Film hier, 3-Minuten-Heroes heißt der, glaube ich. Den liebe ich, den Film. Ja? Der wollte mal einen Film mit Matthias Brandt machen über einen Mann in der Karibik, der aber Hitze nicht aushält und deswegen in einem Auto sitzt, ja, mit minus 16 Grad im Aircondition runtergekühlt im Auto, aber dann wieder einen Pelzmantel trägt. Ja? So, ich mag so Ideen. Ja? So, und ich habe den mal kurz kennengelernt und seine Schauspieler auch kennengelernt und dachte, das ist toll, dass es den gibt und dass der weitermacht. Und ich war ganz während der Dreharbeiten von dem Film Roter Himmel, den wir jetzt gemacht haben, habe ich diesen Film gesehen, der bei einem Münchner Filmfest
wo er über sein Werk spricht. Und ich habe den gesehen, den Film, und 7 Minuten später ruft mich ein Freund aus München an, dass der gestorben ist. Ja, das war, fand ich unglaublich, weil der war sehr lebendig in dem Film. Ja, so. Total. Was meinst du, welchen Film er ausgesucht hatte von dir? Innere Sicherheit. Gespenster. Das ist ein richtig guter Regisseur, der Klaus Lemke. Weil das ist, ich, ja? Nein, nein, das ist wirklich toll. Weil das ist, ich traue mir das nie zu sagen, aber ich finde, Gespenster ist der Film, der, ich weiß, es gibt auch so Eltern, die haben 15 Kinder, früher war das ja so, und die haben dann doch eins, was sie am meisten lieben, was aber in der Schule nicht mitgekommen ist und auch im Sportunterricht immer als letzter gewählt wird. Ja? Der, aber den lieben die. Und das ist für mich der Gespensterfilm. Mit dem war ich auch mal in Frankfurt hier vor 2005 war das. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, genau. Und der Gespenster, in dem Gespenster gibt es eine Szene, ne? Die finde ich eine der, die, es gibt manchmal bei Dreharbeiten Sachen, die passieren, die Julia Hummer und die Sabine Timoteo sind in einem Castinggespräch für eine RTL-Serie Freundinnen. Und beide haben Lügengeschichten vorbereitet, wo sie dann in dem Castinggespräch erzählen wollen, warum sie Freundinnen sind. Und diese Lügengeschichte ist so schlecht, dass die Benno Fürmann, der Caster und Regisseur und alle so gelangweilt oder schon abbrechen wollen. Und dann erzählt die Julia Hummer ihre, nicht ihre Lebensgeschichte, sondern ihre Wunschgeschichte mit einer Ehrlichkeit. Das hat mich völlig fertig gemacht bei den Dreharbeiten. Wir haben mit 3 Kameras das gedreht, 35 Millimeter. Und dann war das fertig und die Julia ist weggelaufen, weil das zu viel für die war. Die hat 11 Minuten durchgesprochen. Das war, und das, wo der Text, das war auch so, und die Intelligenz von Julia Hummer, das war ein 3,5 Seiten Drehbuch, ganz eng geschrieben, ja, diese Geschichte, die sie erzählen sollte. Und da kam sie an und sagte, sag mal, die ganzen Lappen, den soll ich jetzt auswendig lernen. Ja? Und dann sagte ich, und ich so ganz kleinlaut, nee, mach das doch, improvisier doch irgendwie. Ja, 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 weggegangen. Ja, so. Und dann kam sie an, einen Tag vorher, eine Stunde vorher, kam sie an und sagte, ich trage es genauso vor, wie es da steht. Er hat gesagt, ja, warum? Weil das bin nicht ich. Ich kann es nur vortragen, wenn es nicht ich bin. Und das fand ich so einen klugen Satz von jemandem, der keine Schauspielschule, nichts hinter sich hat. Du bist nicht du selber vor der Kamera, aber du kannst mit dem Text eines anderen du selber werden. Das ist, glaube ich, das, was sie ausdrücken wollte. Und dann hat die diesen Text eben vorgetragen und ist danach weggelaufen, hat 2 Flaschen Jägermeister getrunken, die mussten die irgendwo da, ja, so, die war wirklich fertig. Ja. Und dann haben wir das in den Mustern gesehen. Ja. Damals, 35, gab es dann nicht wie heute noch Muster, so ein Kino wie hier. Das überhaupt eine sehr schöne rote Farbe hat, wie die Toilette bei Shining. Ja. Und aber die ist auch so rot, weißt du, diese tolle Toilette. Ja. Und die, dann ist die... haben wir das in Mustern gesehen und dann sahen wir, dass die Wand hinter ihr, das war so eine Ziegelwand, das war da bei Universal in Berlin, haben wir das gedreht da unten, dass die Wand hinter ihr pulsierte. Ja, das war so, ich dachte, was ist das denn für eine Scheiße? Ja? So, das, was für ein Fehler ist das denn? Ja, und dann wurde Kodak angerufen. Damals kamen dann noch Leute angeflogen und sagten, komisch, das manche Material liegen an der Kamera nicht. Es war dann so, dass das ein wenig ablenkte. Es hatte aber auch was Esoterisches, als ob diese Kraft, ja, die Julia Hummer, diese Verzweiflung, diese Einsamkeit dieses Mädchens, ja, weil die andere, die Sabine Timoteo, weint ja die ganze Zeit und die weint ja wirklich. Man mussten dann auch die hatten ja so Ansteckmikros hier über der Brust. Die mussten für 11.000 Euro da diese ganzen digitalisierenden Herzschlag rausnehmen, weil die so bup, 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 ging das die ganze Zeit, ja, weil die so aufgeregt waren, ja, und, oder erregt waren. Und dann pulsiert er noch diese scheiß Wand und dann sagte der von der Versicherung, also entweder er akzeptiert die Wand oder ihr dreht das neu. Ja. Und dann sagten die Produzenten zu mir, das können wir nicht akzeptieren. Ich sagte, aber vielleicht ist das doch gerade toll. So einen Film machen wir ja nicht, wo Wände pulsieren. Ja. Und dann habe ich mich überzeugen lassen und dann wurde das Material vernichtet und wir mussten es nochmal drehen. Und die Julia hat mir nicht geglaubt. Die hat mir nicht geglaubt, die sagte, ich war schlecht, ja, deswegen. Ja. Da sage ich, nein, das Material pulsiert. Glaube ich denn nicht. Ich war schlecht und so, ja. So. Und das hätte ich niemals zulassen dürfen. Ich hätte niemals zulassen, die Szene, die sie dann gemacht haben, ist auch fantastisch. Aber dieses Originalmaterial mit der pulsierenden Wand ist eins, was ich vermisse, weil das auch ein Dokument ist. Ja? Auch ein Dokument des
Kinomaterials selber. Ja? Und da habe ich mich breitschlagen lassen von meinen Produzenten. Und, aber das, was danach gedreht worden ist, ihr müsst das angucken, das ist wirklich fantastisch, die Szene. Aber die Originalszene war dann doch noch was anderes. Aber ein richtig toller Einblick, tatsächlich auch in die Leiden eines Regisseurs. Gibt Schlimmeres. Naja, trotzdem. Du hast bei dieser Reihe, fand ich sehr interessant, du bist der Erste, der es schafft, jedes Jahrzehnt seit den 40ern mit mindestens einem Film abzudecken. War das ein didaktischer Kniff oder hat sich das so ergeben aus deiner Sicht? Nein, das hat sich wirklich ergeben. Ich hab mir nur überlegt, vielleicht macht man das unbewusst so ein bisschen so, weil ich finde, dass wir sowieso die Filmgeschichte nicht mehr richtig wahrnehmen können. Also ich hatte noch in meiner Teenie-Zeit, in den 70er Jahren, ich bin ja im Bereich des WDR aufgewachsen. Da gab es ja richtige Bildungen. Ne? Eine Kinobildung bekam man da. Man bekam einfach 40 melodramatische Filme, den neorealistischen Film, die schwarze Serie, der Western. Das wurde dann auch von Leuten eingeführt. Helmut Färber zum Beispiel, der hat da auch solche Sachen, hat einfach, auf was man achten kann, wer was da gemacht hat, was für eine Geschichte das hatte. Dann gab es so filmbegleitende Filme auch, also mit Filmen Filme erzählen. Ne? Und das habe ich ja alles gesehen. Und dann geht man dann in die Filmmuseen, also in meinem Fall war es Ralf Richards Museum, Museum Ludwig, da habe ich alles gesehen, Blackbox in Düsseldorf. Ja. Man braucht die Filmgeschichte, um zu wissen, was man da eigentlich macht. Ja. Pathetiker wie Freunde von mir sagen, wir stehen auf den Schultern von Giganten und so, aber ich würde einfach sagen, man macht Filme, weil es andere Filme gibt. Ja, sonst und aus keinem anderen Grund. Ja. Und das ist ein bisschen verloren gegangen. Und vielleicht habe ich das unbewusst so gemacht, dass ich gedacht habe, welche waren denn die ganz frühen Filme oder so. Ja. Aber ich wollte es nicht in jedem Jahrzehnt einen Film nehmen. Also ich bin sehr, sehr stark vom New Hollywood Kino geprägt. Das ist vielleicht die stärkste Prägung und von Hitchcock. Also da hätte ich, und ich habe keinen einzigen Hitchcock-Film dabei. Das stimmt. Wir wollen mal kurz uns entlanghangeln, so ein bisschen. Vielleicht zunächst mal auch damit startend den Film, den wir vorhin auch gerade schon gezeigt haben, über den du sagst, dass es dein Lieblingsfilm ist, den du auf eine einsame Insel sogar mitnehmen würdest. Dabei ist er nur 40 Minuten lang. Von Jean Renoir, Partie de Campagne, eine Landpartie. Ein Film, der eine sehr tragische Entstehungsgeschichte hat, weil er eben 1936 dann abgebrochen werden musste mit dem Einmarsch der Deutschen und dann 46 ohne das Zutun von Renoir vollendet wurde. Und es geht um seinen Vater, Auguste Renoir, ein impressionistischer Maler, und er versucht, diesen Stil auf eine ganz wunderbare Weise filmisch abzubilden. Was zeichnet für dich diesen Film aus, dass er so einen hohen Stellenwert hat? Also als ich heute mit dem Zug, wenn ich in einem Zug sitze, aus dem Fenster schaue, und ich bin ja heute Morgen von Berlin nach Frankfurt über Erfurt mit Umsteigen unter dem Willy Brandt, komm ans Fenster, Quatsch, da gefahren. Und da habe ich darüber nachgedacht, weil die Frage kommt ja sicherlich, und es ist immer schwer, finde ich, über das, was man liebt, was zu erzählen. Das ist ja schwer. Warum bist du mit deiner Frau verheiratet? Ich vergessen. Ja? So, ja, das ist doch, das geht ja nicht. Und ich glaube, ja, der Film, den habe ich in der Blackbox in Düsseldorf gesehen, als ich 18 war. Ja? Und der nur 38 Minuten, das war der Vorfilm für einen amerikanischen Renoir-Film, Woman on the Beach, oder so hieß der, glaube ich. Und ich habe den, der hat mich so beeindruckt. Und es hat bestimmt mit einer Sache zu tun. Es gibt, Maupassant ist der, auf dessen Novelle dieser Film beruht. Ne? Und Maupassant ist im Grunde genommen ein Vorläufer einer Short Story. Und ich glaube, das Kino hat den Novellen und den Short Stories seine alles zu verdanken. Nicht den Romanen. Roman und Kino haben nichts miteinander zu tun. Ne? Und Romane brauchen auch keine Verfilmung. Das brauchen nur Leute, die sich an die Romane dran klatschen und damit Geld verdienen wollen. Aber die Novelle ist eigentlich nur zwei Männer, zwei Frauen, treffen sich, verlieren sich, treffen sich wieder und haben alles verloren. Das ist im Grunde genommen die ganze Geschichte, der ganze Plot. Und was wir aber sehen, ist dann reines Kino von dem Renoir. Wir sehen so in einer physischen Schönheit den Regen, der auf einen Kanal fällt. Wir sehen den Wind in den Bäumen. Wir sehen die Traurigkeit der Menschen, und der Verlust der Menschen ist genauso physisch schön
wie der Regen, wie der Wind. Ja? Und das ist etwas, was in 39 Minuten reines Kino ist. Ja? Und ich glaube, dass Truffaut, Romer, Godard alles diesem Film verdanken. Vor allem auch diese Leichtigkeit, finde ich. Also das ist so unaufgeregt erzählt und man ist so in diesem Müßiggang von dieser Familie, die da picknicken, die da schaukeln, die da Bötchen fahren. Eigentlich passiert ja gar nicht viel. Nee, was interessant ist, ist, das sind zwei junge Männer, ja, die da an dem Kanal leben. Und jetzt kommen die Städter. Die Städter sind ein bisschen wie Stan und Olli. Ja, auch so zwei bekloppte Männer, die jeweils eine Freundin bzw. eine Frau haben und die nur essen und angeln und dummes Zeug machen. Ja? Und ihre Frauen eigentlich unerfüllt sind. Ja? Und jetzt sitzen diese beiden Jungs da und gucken sich diese vier Städte an und sagen sich, die Frauen schnappen wir uns. Und da sagt der eine, sagt, das können wir nicht machen, wir können da nicht, die eine ist ja noch verlobt. Wenn wir die jetzt bumsen, dann ist der ganze Leben vernichtet. Das kannst du nicht tun. Und der moralisch ist, der ist der sich wirklich tief verliebt und leidet. Und sie leidet auch. Und dieser Moment, wenn die dann sich einmal küssen und sie sich noch so wehrt, was ja heutzutage kaum noch möglich ist, weil dann sofort irgendeine Sittenpolizei den Raum betritt. Sie wehrt sich noch und dann guckt sie uns kurz an. Ja? Ganz kurz nur zur Seite und dann umarmt sie ihn auch. Das ist ein so unfassbar toller Moment. Ja? Und ich erzähle den ganzen Film ja schon, das ist ja Quatsch. Ja, aber das ist ganz spannend, weil dieser Konflikt zwischen Stadt und Land, der taucht auch noch in ein paar anderen Filmen auf, die du ausgewählt hast. Also wenn man ganz kontramäßig jetzt den jüngsten Film noch dagegen setzt, aus Südkorea, Burning von Lee Chang-dong. Das spielt zum einen in Seoul, in der Hauptstadt, aber dann auch irgendwo im Niemandsland an der nordkoreanischen Grenze, wo Gewächshäuser abgebrannt werden sollen, Fragezeichen. Aber da ist es auch diese Welten, da kommt dann ein Typ, der ist sowas von der Kontrast zu dem, der sich in diese Frau verliebt hat. Die beiden kämpfen natürlich wieder gefühlt gegeneinander und am Ende gewinnt keiner. Als ich hier zugesagt habe, ja, da wurde mir gesagt, dass du psychotherapeutische Gespräche mit den Leuten hier führst. Da fange doch gerade erst an. Ja. Und da habe ich mir schon eine Menge Sachen ausgedacht, um mich hier zu schützen. Ja. Aber ich habe heute im Zug hierher daran gedacht, an die Psychotherapie, und dann fiel mir ein, dass das letzte Buch, was ich mit dem Harun Farouki und ich haben immer zusammen Bücher gelesen, und zwar nicht Literatur, haben wir auch gelesen, aber wir haben oft Philosophien gelesen zusammen, spazieren gegangen und darüber nachgedacht. Und daraus sind manchmal Filmideen entstanden, manchmal auch gar nichts. Ja. Und da hatten wir kurz davor ein Buch gelesen von Christoph Türk, einem Leipziger Philosophen, der hat eine Philosophie des Traums geschrieben. Daran dachte ich heute, so ein bisschen traurig, ja, weil ich ja immer, wenn ich so retrospektiv was mache, muss ich auch an die Menschen denken, die ich verloren habe. Ja? Und das macht mich traurig. Und der Harun ist 2014 gestorben und das ist etwas, was ich bis heute mich traurig stimmt, wenn ich daran denke. Und der Christoph Türk, der fängt sein Buch, die Philosophie des Traums, damit an, dass 1895 das Kino erfunden wurde und 1895 die Psychoanalyse entdeckt worden ist. Ja? Beides im selben Jahr. Und dass das Kino und der Traum beide mit Verdichtungen und Verschiebungen arbeiten und nicht mit Plotpoints. Ja? Das ist was anderes. Ja? Und dieses Traumhafte ist zum Beispiel diesen Film Burning. Ich weiß in dem Film Burning überhaupt nicht, ob das alles eine Einbildung ist. Ob das überhaupt stimmt, dass der ein Mädchen kennengelernt hat, dass es da eine Katze gibt, dass dieser Typ da, der ja nun berühmter amerikanischer, koreanischer Schauspieler ist, der hier aus The Walking Dead, glaube ich, da 8 Staffeln oder sowas, bis er geköpft worden ist, mitgemacht hat, der auch selber einen Film gemacht hat, glaube ich, ja, mit dieser Familie, da, das hat er doch gemacht, den Film. In der Oscar-Kiste war der doch drin. Ja. Okay, egal, der ein ganz kluger Typ ist. Man hat die ganze Zeit den Eindruck, wir leben in Südkorea, dieses getrennte Land, ja, was ja auch so ein bisschen der Trennung von Deutschland entspricht ein wenig. Dieses getrennte Land, was sich nur noch
in seinen Geschichten erträumt, was gar nicht, der Film wirkt wahnsinnig realistisch, ist aber total zusammengeträumt. Ja? Und das ist etwas, was mich, und da gibt es eben diese traumhafte Tanzszene von ihr im Abendlicht, wo sie sich nackt auszieht, oben ohne, und tanzt und die beiden Männer schauen ihr zu. Und Sonnenuntergang als Silhouette. Als Silhouette und gleichzeitig sind die Megafone Nordkoreas, ja, die dauernd ihren sinnlosen Propagandaquatsch nach Südkorea blasen, sind auch noch da. Es ist immer sehr realistisch und trotzdem verschoben. Das meine ich, hat was mit der Philosophie des Traums zu tun. Deswegen liebe ich Liebesfilme auch, weil sie nicht anders funktionieren als erträumt im Film. Das zieht sich auch tatsächlich durch. Die Filme, es gibt mehrere, wo man sich fragt, passiert das jetzt eigentlich wirklich? Oder ist das jetzt, manchmal ist es sogar ein innerer Monolog oder sogar eine Therapiesitzung, wo das dann erklärt wird. Das ist schon sehr, sehr spannend. Und ich habe mich halt gefragt, ist das auch so, weil quasi dein eigener Werdegang ja so war, du kommst aus der Provinz, um es mal so vorsichtig zu sagen, mit Hahn und bist dann jetzt in Berlin, was der große Hotspot ist, drehst aber oft jetzt auch Filme wiederum an so Nicht-Orten oder verlassenen Orten, sagen wir mal, auch jetzt der neue Film wieder. Ist das ein Thema, was dich auch persönlich umtreibt? Ja, das hat bestimmt erstmal mit fehlender Heimat zu tun. Ja? Also jetzt gerade haben oben gerade im Büro darüber gesprochen, in Englisch, wo man manchmal ehrlicher ist als in Deutsch. Ja? In Englisch habe ich dann gesagt, dass ich keine Heimat habe, kein Home. Ja? Was nicht so schlimm ist, aber weil die Heimat ist ja immer da, wo man nicht ist. Und Heimat ist das, was man ja noch, wo man noch nie gewesen ist, wie der Ernst Bloch das sagte. Damit hat das bestimmt zu tun. Es war für mich so, als ich die Provinz Hahn, dieses kleine Nest da verlassen habe und nach Berlin ging, kam mir in der Retrospektive dieses kleine Nest als ein Ort vor mit fantastischen Geschichten, mit unglaublichen Versprechen, die ich zwar nicht eingelöst habe. Ich habe dann erzählt, wie ich mit meinem Freund Nikolai, als wir 15 waren und die pubertären Hormone uns wirklich geisteskrank machten. Das muss man wirklich sagen, wirklich geisteskrank vor so einer Pubertätsgeilheit. Ja? Wir sind wirklich blöd geworden. Ja? Und dann haben wir den Düsseldorfer Express gekauft. Das ist so eine Art Bildzeitung vom Dumont Verlag. Und da waren hinten so die Seiten mit den Prostituierten und den Telefonnummern, ja? Uschi 012 und was weiß ich, 02129 und Papa. Und dann stand da Prostituiert in Hahn, in diesem kleinen Ort, mit einer Telefonnummer. Ja? So. Und da gab es ja kein Handy. Ja? So. Und dann haben Nikolai und ich, wir haben dann das Hahner Telefonbuch, das hatte 18.000 Eintragungen, ja? Das ist ja klein, haben wir genommen und sind die Zahlen durchgegangen, ja? Beide. Das waren wir schon, im Grunde genommen war das schon wie Masturbation, muss man sagen. Ja, das war so. Wir haben das dann so durch und dann haben wir die Telefonnummer gefunden. Unten Erkrather Straße, 12 oder so. Da sind wir da runter, da war so ein Stromkasten, da waren so Hochhäuser, da war so ein Stromkasten am Waldrand und dahinter haben wir uns versteckt. Da haben schon 10 Leute hingepisst, aber wir haben uns da trotzdem da versteckt und haben das Haus beobachtet, weil wir ja nicht wussten, wer in diesem Haus, ja, wer die Frau ist, ja, die da sich prostituiert und ihren Körper für Geld jungen Menschen zur Verfügung stellt. Und da haben wir da mindestens 4-5 Stunden, das waren die schönsten 4-5 Stunden in Erinnerung, die ich je erlebt habe, die tiefste Freundschaft. Ja, boah, und dann kam da eine Frau raus, rote Haare, stieg in einen Karmann-Gia und fuhr weg. Wir waren bewusstlos. Ja, so. Und diese Geschichte, die war bestimmt grauenhaft und die Pisse und der Stromkasten und alles. Aber als ich dann in Berlin war, war diese Geschichte was ganz Tolles. Ja, da war diese Geschichte, das will ich machen. Ja, so. Also in der Erinnerung werden das goldene Szenen. Und deswegen glaube ich, da kommt die Energie her, manchmal wieder in diese Provinzen zurückzukehren. Und dann aber den Effekt, der Stromkasten sieht scheiße aus, der Karmann-Gia, das sieht da alles grauenhaft aus hier. Also die Enttäuschung muss man auch mitfilmen. Ja. Also, ja.
Aber das ist natürlich die perfekte Überleitung zu Clutes, den du ausgewählt hast. Alan J. Pakula, Paranoia-Thriller, Beginn einer Trilogie, auch das ist interessant. Du bist ja auch jemand, der Trilogien sehr schätzt und umsetzt. Jane Fonda als Prostituierte, die da auf die Hilfe von Privatdetektiv Donald Sutherland angewiesen ist. Und das ist ja auch so, da dieses Beobachten und man weiß nicht, wer schaut da und diese elektronisch verzerrte Musik, dieser Sound, das ist ja eigentlich ziemlich nah an dem, was du quasi da schon im Kleinen erlebt hast. Clute ist erstmal reines Kino und ich komme gleich dazu, warum ich den Film noch besser finde als viele andere Filme, die reines Kino sind, nämlich Jane Fonda. Ne? Aber ich wollte nur sagen, bei der Vorbereitung auf Transit habe ich Paula Bär und Franz Rogowski Clute gezeigt. Ne? Wir haben immer so ein kleines Kinoprogramm und auch während der Dreharbeiten und versucht Seminare. Die beiden fanden eine Geste ganz toll, so ähnlich wie bei den Liebesfilmen. Und das ist die Prostituierte Jane Fonda und der Privatdetektiv Donald Sutherland lieben sich. Ja, so wollen sie noch nicht zugeben, aber sie lieben sich. Sie gehen zusammen zu einem Markt. Ja? Und es ist nachts irgendwo in der Nähe von Greenwich Village, ein Markt. Und Donald Sutherland sieht wunderbar aus, so ein schöner Mann ist. Und der will eine Melone kaufen und befühlt die Melonen, ja? und riecht an den Melonen. Und die Jane Fonda schaut ihn mit offenem Mund an, weil sie merkt, das ist ein Mann, der nimmt sinnlich Welt wahr. Ja, das ist, den lieb ich. Ja, guck mal, wie der riechen kann, wie der was aus, wie die zärtlich der mit Melonen umgeht. Das klingt schon fast obszön. Ja, ja Liebesfilm. Das ist fast ab 18. Die Zärtlichkeit der Melonen. Und dann, so, und sie klaut ganz geschickt einen Apfel. Und er sieht das auch und ist genauso begeistert von ihrer Geschicklichkeit. Und mit diesen beiden Gesten wird ein Vertrag geschlossen, ein Liebesvertrag. Und dann gehen die beiden weg und dann nehmen sie sich nicht Hand in Hand, was jedem beschissenen Regisseur einfach nimmt euch Hand in Hand oder so, sondern sie geht hinter ihm her und hält sich an seiner Jacke fest, wie ein Kind. Und er merkt das so und das ist alles. Und die gehen in die Massen der Menschen hinein. Und das fanden beide Schauspieler ganz toll. Die haben dann bei dieser Szene, wo sie dann vor dem Hotelzimmer sind, hat sich die Paula einfach in seinen Rücken fallen lassen mit ihrem Kopf. Und da dachte ich, boah, das ist so schön, wenn die was gesehen haben und selber eine Erfindung machen. Die zitieren das nicht, die machen das nicht nach, aber sie haben etwas gesehen und sie haben etwas empfunden und sie können damit umgehen. Und jetzt habe ich ja wieder einen Film mit Paula Bär gemacht, Nacht Undine, heißt Roter Himmel. Und da habe ich den aus Versehen wieder den Film Clute gezeigt. Und die Paula Bär, die zeigt mir jetzt immer so, wenn ich die Geschichte zum zweiten Mal erzähle, ja? Oder den Film zum zweiten Mal zeige. Mhm. Ja, da haben wir schon wieder Clute angeguckt. Aber ich wollte eigentlich Partie de Campagne mit denen sehen, weil ich hatte vor 2 Jahren den Stoff eines französischen Romans gekauft. Ein dystopischer, brutaler Roman, einer meiner Lieblingsromane. Und ich hatte dann mit Paula in Paris da war der Filmstart von Undine, der ist ja dann unterbrochen worden wegen Corona. Aber wir hatten dann 4 brutale Pressetage, ja? Und in dieser fantastischen Stadt, richtig hart von morgens bis abends. Da muss man auch mal sagen, wie Frankreich mit seinen Künstlern umgeht. Wir waren Essen, Paula und ich mit unseren Produzenten dort und Verleihern. Und dann war Catherine Deneuve, saß in dem Restaurant und keiner hat die gestört. Kann ich mal Autogramm haben, Selfie oder so? Niemand. Ja? Man muss dazu sagen, dass Catherine Deneuve einen Schlaganfall gehabt hatte, ein halbes Jahr zuvor. Ja? Und dann ist sie hat da gegessen und so mit ihren Freunden und dann ist sie raus mit einem Glas Wein und hat sich draußen eine Zigarette angezündet. Und als sie draußen nicht zu hören war und die Menschen drin nicht zu hören waren, sagten alle, oh Gott sei Dank, die raucht wieder, alles gut. Ja, das ist für mich Kulturvolk. Ja, genau. So, ja. Aber da habe ich mich mit der Paula Bär in der Zeit leider mit Corona infiziert. Wir waren die Ersten 2020, die nach Deutschland zurückkamen. Alle fragten mich, wie ist denn das? Scheiße ist das. Ja, ich lag 3 Wochen im Bett und da hatte ich keine Lust mehr,
einen dystopischen Roman zu verfilmen. Er hatte auch ein bisschen, die Kinder, die mich dann immer im Krankenbett da besuchten und so, die haben dann immer gesagt, ach, ich kann die ganze Scheiße, diese ganze die Klimakacke, der, ja, so und alles das, was habt ihr hier mit unserer Erde und so, weißt du, ein bisschen war das so und ich dachte, ich kann doch jetzt nicht wieder so einen dystopischen, ja, irgendwas Brutales und so. Und dann fiel mir der Renoir-Film ein, was für eine, obwohl es Krieg ist, obwohl der Krieg am Horizont erscheint, obwohl der Nationalsozialismus uns zerstören wird, ganz Europa für Jahrzehnte in Schutt und Asche legt und Wunden bis heute nicht geschlossen und so, schafft er das, einen Liebesfilm zu drehen, in dem das Grauen nicht verdrängt wird, sondern es ist ein Trotz des Grauens leben. Ne? Und da dachte ich mir, dann habe ich eine kleine Novelle von Tschechow gelesen, die Missius hieß, und der Verleiher aus Frankreich, also die Verleiherin, Marguerite Menegos heißt die, die schenkte Paula und mir, weil wir so krank waren, das Gesamtwerk von Erik Rohmer auf DVD und Blu-ray. So ein Brikett kam da an. Ich glaube, es kommt, der Postbote tat mir leid. Und dann habe ich da mir ein paar Filme angeschaut, ob die noch funktionieren, die ich ja alle früher mal als junger Mensch gesehen habe. Und da dachte ich, ja, die funktionieren. Die funktionieren nicht nur so, wie Helmut Färber das sagt, dass Filme so gedreht werden müssen, dass wir in 20 Jahren wissen, wie, dass die Leute in 20 Jahren wissen, wie wir hier gelebt und geliebt und geküsst und, sondern es ist auch etwas da drin in diesen Filmen, was uns ein bisschen in Deutschland fehlt. Die Franzosen haben immer eine lange Sommerperiode, also August, Juli, August ist komplett tot alles da. Aber da haben die ein Genre des Sommerfilms, wo Menschen erwachsen werden, sich verlieben, Ehen zerstört werden. Das spielt alles in einem Sommer. Ja? Und der Sommer, das fehlt mir in Deutschland ein bisschen. Wir haben immer so komisch, vielleicht liegt das daran, dass wir immer so im Föderalismus so versetzte Sommer haben. Immer nur Staumeldung vom ADAC, wenn die Franzosen einfach wumm, alle an einen Stau, dann sind sie endlich da und dann wird getanzt. Ja? Das hat mir so gut gefallen. Und, so, und, die, und da habe ich dann gedacht, so ein Sommerfilm. Und dann habe ich die in roten Himmel geschrieben als Reaktion auf... ja, beziehungsweise als Weiterführung ein bisschen von Partie de Campagne, muss ich sagen. Oh, da sind wir aber sehr gespannt, auf jeden Fall. Steht bald bevor. Weil du die Franzosen angesprochen hast, Catherine Deneuve spielt auch mit bei einem der Filme, die du ausgewählt hast. Les Voleurs, Diebe der Nacht von André Téchiné. Und ich würde den gleich zusammen mit besprechen wollen mit He Ran All the Way von John Barry. Beides Filme, wo die Polizei jetzt nicht unbedingt gerade im besten Lichte dasteht. Beziehungsweise die Menschlichkeit ist eigentlich, oder die Familie sind eher bei den Gangstern oder anzusiedeln. Finde ich auch ganz spannend, dass du gleich zwei solcher Filme auswählst, die so einen Fokus legen. Vor allen Dingen, wenn man im Kontrast noch sieht, dass du auch drei Polizeirufe schon gemacht hast, das deutsche Fernsehen. Ach, die Polizei, He Ran All the Way, ja? Das ist ein Film, an den habe ich auf VHS im Keller noch liegen. Den habe ich ein einziges Mal gesehen und aufgenommen. Ja, damals gab es VHS-Player mit sogenannten VPN oder VPR oder so ähnlich. Da konnte man, wenn man in Urlaub fuhr, konnte man den Film angeben. Da hat der Sender so ein Signal gesendet und dann sprang der Videorekorder an. Der lief im WDR um 0.30 Uhr und ich war in der Türkei im Urlaub. Da kam ich wieder, hat er aufgenommen. Und dann habe ich mir den angeguckt und dachte, der ist von John Stahl, glaube ich, oder? Ist das John Barry? Ich weiß, John einer, Barry. John Barry ist einer von den beiden. Ja. Es gibt so Filme, gerade in den B-Filmen, ja, und in den schwarzen Serie-Filmen und in Filmen, die später von, ich glaube, Dalton Trumbo hat da ein Drehbuch mitgeschrieben und so. In diesen Filmen gibt es plötzlich, als ob das amerikanische, wir sind doch eben durch die Ausstellung gegangen, ja? Drei Stockwerke und man hat immer das Gefühl, wir haben den ersten Film gesehen, der eine Großaufnahme benutzt hat. Man hat so das Gefühl, das Kino entdeckt immer und der Nächste hat das gesehen und sofort und das Publikum hat das sofort akzeptiert. Und das ist so ein bisschen so das ist 1951 USA. Wir haben kurz vor McCarthy. Kurz vor McCarthy. Danach ist der Schauspieler erledigt. Der einer der größten Garfield. John Garfield ist einer der größten Schauspieler. Er ist ein fantastischer Schauspieler. Aber es gibt 5 Jahre zwischen 1945 und 1951, wo der Neorealismus die Amerikaner beeindruckte. Das sieht man. Und in diesem Film gibt es eine Szene, wo die in ein Schwimmbad gehen. Daran kann ich mich noch erinnern. Und man sieht richtig
diese Schwimmbäder sind öffentliche Schwimmbäder, nicht irgendwelche Dinger wie heute, wo man dann so 30 Meter lange Saunen hat und 200 € Eintritt bezahlen muss, sondern es war ein öffentliches Schwimmbad in New York, wo die Arbeiterklasse schwimmt. Und da schwimmt Shelley Winters, glaube ich, ja. Und John Garfield hat einen Banküberfall oder irgendwas versaut und ist auf der Flucht und verbirgt sich in diesem Schwimmbad. Zum ersten Mal verbirgt sich jemand nicht in dem Kino oder in dem Theaterraum, wo man immer so sitzt, dann kommt eine Taschenlampe und ja, so, sondern in einem Schwimmbad, in dem hellsten Ort, den man sich vorstellen kann, halbnackt, weil man nur eine Badehose trägt. Und da lernt er Shelley Winters kennen. Und er lernt, so habe ich das in Erinnerung, das habe ich vor 20 Jahren gesehen, und er lernt eine Institution, nämlich dieses Schwimmbad, kennen, was die Arbeiterklasse sich selbst errichtet hat, ja? Oder das eingefordert hat. Und er lernt eine Frau aus seiner Klasse kennen, nämlich Shelley Winters. Und er lernt kennen, was möglich wäre. Ja? Aber es ist alles zu spät. Er wird erschossen. Ja? Aber er hat noch 2-3 Stunden, wo er die Möglichkeit sieht, die er verpasst hat. Und das ist das Schöne am Kino, dass wir uns wärmen am Verglühen von Menschen, die etwas verpasst haben. Ja? Das liebe ich. Ich weiß gar nicht, ob ich den Film überhaupt richtig wiedergehe, aber grob. Ich glaube schon. Ja? Grob. Aber was ich toll finde, ist gerade dieses Untertauchen im proppevollen Schwimmbad. Das ist ein so tolles Bild. Also sich zu verstecken da, wo eigentlich man ja gar nichts hat, um sich zu verbergen, sondern eben, wie du sagst, halbnackt ist. Ja. Ja, ein Polizist findet einen nicht mit der Badehose. Das ist so, man ist ja auch im Urlaub so. Wenn ich am Strand jemanden suche, den finde ich nicht. Ja? Weil der hat natürlich, du weißt ja auch nicht, ich hatte mal einen Film vorgehabt, weil ich gelesen hatte, bei uns in der Straße, wo meine Mutter und mein Vater wohnten, in der Reihenhaussiedlung, da ist ein Mord geschehen hinten. Und das war die Geschichte dieses Mordes, die fand ich so interessant, das wollte ich eigentlich machen. Das war eine Geschichte über, es gab damals Fortuna-Reisen. Da konnte man zur Reisebüro gehen, zu Neckermann oder so und sagen, ich mache Fortuna-Reise. Das ist eine Reise, wo du nicht weißt, wo es genau hingeht, welche Kategorie, was gerade frei ist. Ja, kostet dann nur 300 Mark für 2 Wochen Vollpension. Ja, aber du stehst am Düsseldorfer Flughafen oder Frankfurter Flughafen und fährst wirklich eine halbe Stunde vorher, wo es hingeht. Ne? Fortuna-Reise. Und dieser junge Mann, der war aus der Arbeiterklasse oder verwahrlosten Klasse fast bei ihm, der hatte irgendwie 300 Mark und hat sich eine Fortuna-Reise gekauft und wartete und bekam ein 5-Sterne-Hotel in Hammamet. Ja? Mit allem drum und dran. Ja? So alles war bezahlt. Das sind ja diese All-Inclusive-Dinger damals. Und da fuhr er dahin und traf natürlich auf reiche Menschen. Aber am Strand mit der Badehose kannst du nicht sehen, ob einer reich ist oder arm. Ja? Das ist so ähnlich, deswegen erinnert mich das daran. Und der hat ein Mädchen kennengelernt, deren Eltern große Kieferorthopädie-Praxis in Düsseldorf hatten, die wirklich reich waren. Und die beiden haben sich einander verliebt und er war der Erste, der mit ihr geschlafen hat. Und für sie war das dann der Größte und so. Und dann haben sie sich verabredet, dann ist er zu den Eltern gefahren, nach Düsseldorf in die Villa. Und dann ging das keine 5 Minuten gut. Der wusste nicht, wie man isst, der wusste nicht, wie man ein Weinglas hält, der wusste nicht zu sprechen. Alles an ihm, was mal attraktiv war, war weg. Und dann hat sie ihm gesagt, ich will dich nicht mehr wiedersehen. Dann hat er geweint und gebettelt, dass sie doch nochmal kommt. Sie wurde 18, hat einen VW Golf geschenkt bekommen. Und er sagte, komm noch einmal vorbei, bitte noch einmal, damit wir Abschied nehmen können. Und dann fuhr sie dahin, hinter dieses Siedlung meiner Eltern, und da hat er sie erstochen. Ja? Und diese Geschichte fand ich interessant. Und die hat auch was mit so Bädern zu tun. Mhm. Also es klingt so wie die halbe Geschichte von He Ran All the Way. Ja, genau. Ganz spannend. Ich merkte so, ich war 2 Wochen in der Türkei, ich habe kein Wort dort reden können. Ich merkte, dass ich so ein bisschen Logo finde ich toll. Logo-rö bekomme. Ja, also das muss ich jetzt aufpassen. Wir freuen uns. Jetzt erzähle ich eine Geschichte nach der anderen noch hier. So. Genau, wir machen es mal vielleicht, weil die Zeit ja schon vorangeschritten ist, ein bisschen knapp. Eine wundervolle Komödie hast du uns mit ausgewählt. What's Up, Doc? Von Peter Bogdanovich. Das Remake von Bringing Up Baby und eine sensationelle Barbara Streisand natürlich, die die Welt von diesen Menschen dort komplett durcheinander wirbelt. Was hat dich an dieser slapstickreichen und verfolgungsjagdintensiven Komödie so gereizt? Da ist alles fantastisch in dem Film. Da sind die Kellner toll, da sind die Sachen, die unter den Tischen passieren, auf den Tischen, die Dialogsequenzen sind toll.
wenn die Barbara Streisand dem Ryan O'Neill sagt, wie kannst du die Frau heiraten, sie wird doch alt und faltig werden. Ja? Und dann sagt er, wären wir das nicht alle, dann sagt sie, aber doch nicht in 2 Wochen. Ja? Das ist, ja, das sind einfach sehr, sehr gute amerikanische Dialogsätze, aber das ist gleichzeitig auch großes Kino. Also die Verfolgungsfahrt draußen an der Glasscheibe vorbei ist das Größte, was ich, und das Lustigste, was ich wirklich je in meinem Leben gesehen habe, ja, was die da machen. Ja? Weil es gibt so, die Amerikaner lieben Maschinen, die sich selbst zerstören. Das merkt man, wenn man viel Simpsons guckt oder Donald Duck und auch Stan und Stan Laurel und Oliver Hardy, die Max Sennett sagt, es geht immer um Zerstörung. Es macht unheimlich Spaß, ja? Sachen laufen zu lassen, zerstören zu lassen. Und das machen die da auch. Die zerstören alles. Hotelzimmer, ja? Glasscheiben, Autos, dann zum Schluss die Gerichtsverhandlung, die wird so zerstört. Diese Zerstörungs- und Destruktionslust, ja, ist Kino. Ja, bei uns ist es immer so ein bisschen wie hieß da damals die Werbung, Papa, Papa, wir sind unterversichert, wo der kleine Junge nur mit so einem halben Dreirad reinkommt. Ja? So. Also das zieht sich auch übrigens, wenn wir jetzt nochmal psychoanalytisch sein wollen, durch die Filme, die du ausgewählt hast, ist mir sehr aufgefallen, als ich die alle mal so am Stück mehr oder weniger geschaut habe. In fast allen Filmen fährt ein Auto ins Wasser oder sie fallen ins Wasser, sie tun sich irgendwas, ist immer ins Wasser. Nicht immer mit einer Todessehnsucht verbunden. In Rote Sonne, sehr, sehr schön, fahren sie sogar mit einem Käfer in den Starnberger See rein, weil sie nicht bremsen können und so. Also es ist ganz grandios. Aber diese Sehnsucht zum Wasser hin und dann im Hinblick darauf, dass wir Undine gleich sehen, hat bei mir doch schon gedacht, okay, was ist für dich die große Faszination Wasser? Wenn sie auch in den Filmen sogar so viel vorkommt. In Melvilles Moby Dick, den ich ja nochmal gelesen hatte wegen der inneren Sicherheit, weil ich über Harun, der viele Leute aus der RAF persönlich und sehr eng kannte, weil Moby Dick ja ein bisschen auch das Code, der Code-Roman war, die haben sich alle Namen gegeben aus Moby Dick, habe ich dann nochmal gelesen und auf den ersten 3 Seiten sagt der Ich-Erzähler dieses Romans, sagt, warum zieht immer alles zum Wasser. Warum ist auf jedem, fast auf jedem Gemälde irgendwo ein Tümpel, ein Bach, ein Wasserfall, das Meer? Ja? Warum ist das, wo ist das so? Warum ist das der einzige Ort, wo wir Trost finden oder Demut? Oder so fängt das an. Und ich finde, dass, ich habe dann, vor ein paar Jahren ist die Agnes Varda gestorben, vor 2, 3 Jahren, und die hat aber vorher noch so Masterclasses gegeben, die man auf Arte sehen konnte, in der Mediathek, oder Mubi, bei Mubi, ich weiß nicht, wie scheiße. Und die erzählt auch, dass ihr die Ideen für ihre Geschichten immer am Strand kommen, weil dort das Meer vor ihr ist und die Erde oder das Land hinter ihr und über ihr der Himmel. Ja? Und das ist der Ort, wo Erzählungen beginnen. Ja? So, ich bin überhaupt kein Esoteriker, im Gegenteil, für mich ist das Philosophie für Egoisten. Ja? Aber dieses Elementare, ja? Dass man durch das Kino oder auch durch die Malerei und die Fotografie überhaupt unsere Welt entdeckt hat. Ja? Das steckt so ein bisschen da drin. Ja, also ich finde das sehr, sehr spannend, wobei es halt in alle Richtungen gehen kann. Wasser hat alle Möglichkeiten, sei es im Positiven wie im nahezu Zerstörerischen, sage ich jetzt mal. Two Lovers hast du auch ausgewählt, Joaquin Phoenix, allein in der ersten Szene, wo er sich reinstürzt. Also es ist wirklich überall so der Fall. Erzähl uns gerade mal noch, weil Undine ja bevorsteht. Du hast da wahnsinnig viele Unterwasserszenen und es ist ja doch mal eine ganz andere Herausforderung. Die haben da eine Taucherbrille auf, die haben ein Atemgerät, die können nicht miteinander kommunizieren, außer über Zeichen und ein bisschen über Mimik in den Augen, sage ich jetzt mal. Wie hast du das erstens mal gedreht, ganz konkret, weil du konntest da selber nicht viel Einfluss nehmen und zweitens, ja, dass die da auch wirklich was uns zeigen, was sie da tun gerade und denken und fühlen. Also was mir am Tauchen gefällt und an Tauchfilmen gefällt, ist ja, dass die was mit Tanzfilmen zu tun haben. Es geht immer um Choreografien. Ja, ob das James Bond ist oder Ebo und Dean, es geht immer darum, wie Körper sich berühren, aneinander vorbeigleiten. Das sind im Grunde genommen, schauen wir Choreografien zu. Ja? Also es ist nicht das Fernsehballett, aber es geht schon in die Richtung. Ja? Und ich hatte mir vorher, wir hatten das Problem, dass wir
Taucherbrillen nehmen mussten, wo man die Gesichter sieht. Sonst sehen Taucher ja anonymisiert aus. Sie sehen ja aus, erkenne ich nicht mehr wieder. Also musste ich so große Glasdinger teilnehmen. Der zweite Grund war, weil uns der Franz Rogowski, der eine angeborene Schädigung des Gehörgangs hat, war noch nie in seinem Leben unter Wasser. Ja, weil der hat kein Trommelfell. Und das ist gefährlich, wenn Wasser eindringt in den Ohrbereich. Da spielen Industrietaucher. Ja, das, da ich den aber so toll finde, habe ich gesagt, willst du ein Taucher spielen? Und er findet alles, was er nicht machen kann, toll, ne? Was ihm verboten ist. Und dann sagte er, ja, mache ich. Das war aber klar, dass dann irgendwie ein Double tauchen muss. Ne? Und wir mussten also ihn so ein bisschen unter Wasser filmen, ja, so als Gegenschuss, damit wir das zusammensetzen können. Das war der Gedanke. Deswegen brauchte der eine Taucherbrille, wo ich seine großen, wunderbaren Augen sehen kann. Ja, und dann sind wir, da sagte der Hans Fromm, der Kameramann, sagt, aber ein bisschen unter Wasser muss er schon sein, weil das Licht ist doch scheiße. Das sieht man doch, dass er unter der Oberfläche ist. Wir sind 18 Meter unter und so. Ja, und dann sind wir zum Arzt mit Franz gegangen. Wie viel Meter oder Zentimeter darf er unter Wasser gehen? Und der Arzt untersucht ihn und sagt, er kann komplett unter Wasser gehen. Der Trommelfell. Fehldiagnose, als Vierjähriger hat er Franz bekommen. Ja? So, ja? So, ja? So, in dem Moment war Franz Rogowski, der alles toll findet, was er noch lernen muss. Wenn ihm, tauchen mache ich, ja? Einen Tauchkurs gemacht. Hat er mir verboten, Paula konnte schon tauchen. Die beiden haben zusammen einen Tauchkurs dann doch zu zweit gemacht. Mir verboten, vorbeizukommen, was ich schon nicht gut finde. Ja? So, und weil sie ihre Ruhe haben wollten. Und ich fand es natürlich toll, weil die sich ja kennenlernen als Lebewesen unter Wasser. Ja? Und dann gibt es in Berlin, in der Olauer Straße, gibt es eine Tauchschule. Die haben so ein kleines Becken, was aber 12 Meter tief oder so in die Erde gestanzt ist, damit die Drucksituation aushalten. Das ist nichts Besonderes. So, und da haben die mir gesagt, okay, du kannst kommen, weil wir wissen, du kommst sowieso. Aber bitte erst um 16 Uhr, nicht schon um 15 Uhr. Dann bin ich um 16 Uhr hin und gucke da so rein. Das war wie so, als ob ich so einen Goldfischteich reingucke. Die waren unter Wasser und umtanzten sich da und berührten sich da. Ne? Und ich gucke da hin und die Tauchlehrerin, die stand oben und sagt, die sind schon eine Stunde da unten. Ne? Und da wusste ich, das wird schön. Ja, das wird, weil bei dem Franz war es die Freude, etwas, so also ein bisschen, als ich meine Kinder mal vom Kind, meinen Sohn abgeholt habe. Und Tochter vorher auch, aber bei dem Sohn fiel es mir besser auf, vom Kinderladen, hat der Fahrradfahren gelernt. Und dieses Gesicht, dieses Jubeln, ich kann Fahrrad fahren, keine Stützräder, ich kann fahren. Ja? Dieses bisschen war das bei dem Franz so, ja? Dass der etwas machen konnte und ein Freiheitsgefühl hatte. Ja? Und die Paula an seiner Freude Spaß hatte. Ja, und das war etwas, was wir erhalten haben im Film. Was ist jetzt eine Antwort? Ich weiß gar nicht. Total, ja, ehrlich gesagt. Ja. Ich muss sagen, diese Freude, diese Spielfreude, die werden Sie alle auch gleich merken, dann, wenn der Film läuft. Sie merken auch, man könnte jetzt noch ewig weiterreden. Also ich hätte sogar richtig Lust drauf, ehrlich gesagt. Falls Sie noch mehr wissen möchten, wir haben 3 Bücher über Christian Petzold, also auch Gesprächsbände, einmal über Christian Petzold, dann das Filmkonzeptebuch und das Augenblicke-Buch. Die sind oben alle käuflich zu erwerben. Und Christian hat sich netterweise bereit erklärt, noch zu signieren, wenn Sie möchten. Also wir würden jetzt gleich oben uns ins Filmcafé setzen. Wenn Sie möchten, können Sie an der Kasse sich ein Buch holen und dann wirst du noch unterschreiben. Und dann sage ich an dieser Stelle, es ist ein Monat mit 10 herausragenden, tollen Liebesfilmen, eine Carte Blanche d'Amour, die du uns beschert hast. Und wir sagen dafür ganz herzlichen Dank nochmal. Großen Applaus. Christian Petzold, vielen Dank.